Heute geht es um die Google News App, die im Mai herausgekommen ist und mit der man sich künftig mit Nachrichten oder beziehungsweise auch schon vorher mit Nachrichten versorgen konnte. Aber absehbar werden die Google News das ersetzen, was man früher eine Tageszeitung nannte, oder vielleicht ist es auch beim einen oder anderen schon längst geschehen. Ich habe mir hier jetzt die App frisch heruntergeladen. Auf dem Desktop habe ich mir aber Google News, weil es da auch vorinstalliert ist, schon mal eingerichtet. Und das sieht man hier auch. Außerdem bin ich bei Google registriert. Das heißt, das musste ich hier dann alles nicht mehr machen. Wir haben jetzt hier quasi die Titelseite mit Boris Becker, dessen Diplomatenpass eine Fälschung sein soll. In anderen Medien steht aber drin, dass derjenige, der ihm tatsächlich diesen Diplomatenpass verliehen hat, aus Zentralafrika den heute zurückgezogen hat. Und damit sind wir auch schon beim eigentlichen Thema. Man muss sich aus mehreren Kanälen informieren. Das geschieht hier über Google News eigentlich ganz gut. Man muss immer die Differenz bilden zwischen den Nachrichten in Anführungszeichen aus verschiedenen Kanälen. Und aus diesen Differenzen, da kann man sich dann durch eigenes logisches Denken in Richtung Wahrheit oder das, was man als solche bezeichnen könnte, voranzurobben. Und scrollen wir hier mal noch runter, wie die jetzt auf diese Zusammenstellung für mich kommen, wird mir noch weitgehend ein Rätsel sein, weil ich jetzt mich überhaupt nicht für die Katzenberger interessiere, noch kein Weltleser bin, aber hier wird einfach mal alles zusammengerührt. Und das war jetzt auch hier unten die Seite für dich. Wir gehen jetzt mal hier auf die Schlagzeilen, auf die neuesten. Dann steht es hier auch schon, dass Zentralafrikas Außenminister, dem Boris Becker, den Diplomatenstatus entzogen hat. Also komm, jetzt könnte man auch wieder sagen, die andere Meldung war eigentlich Fake News. Aber eventuell sind sogar beide Fake News. Das müsste man dann, indem man sich tiefer in dieses Gebiet dann einliest, dann mal abklären. Hier sehen wir dann auch noch, dass die Union mal wieder im Umfragetrend unter die 30% runtergegangen ist. Und auch der Asylstreit wird immer noch künstlich hochgekocht, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und wenn man dann hier zum Beispiel auf diese drei Punkte klickt, dann kann man direkt so einen Artikel hier abspeichern, auch fest abspeichern, der ist dann auf der Drive-Sammlung dann mit drin oder kann den zweiten Punkt verteilen, aber dieser Artikel ist jetzt nicht so spannend, dass wir das machen müssten. Dann kann man hier unten mehr zum Thema klicken, kriegt dann noch mehr zu diesem Streit, der nur ein Kasperletheater ist. Kann dann wieder rausgehen, hat jetzt also hier, das waren jetzt die neuesten Nachrichten, dann gehen wir mal auf Deutschland. Handelsblatt, Wirtschaftswachstum, IFO-Institut senkt plötzlich die Konjunkturprognose. Das ist dann schon wieder etwas interessanter. Da gehen wir dann hier nochmal drauf mit mehr Informationen. Vielleicht können wir da dann schon mal durch diese Differenzbildung mal sehen, was da dran ist.
Spiegel Online hatte ich heute Morgen schon gelesen, dass die ein geringeres Wachstum sehen, was natürlich jetzt plötzlich, also noch gestern, war auf Spiegel Online die Welt völlig in Ordnung. Heute sieht man bei NTV schon boom, kräftige Gewitterwolken. Ja, so geht es immer bei uns, bei diesen Ökonomikern, die mehr Komiker als Ökonomen sind. Und sollte man jetzt hier wirklich jetzt etwas Interessantes finden, was nicht der Fall ist, und ich zeige dann nachher noch einen Beitrag, den ich dann heute Morgen schon mal da in Google Drive abgespeichert habe. Deshalb gehen wir wieder zurück, gucken noch in die Welt. Da ist jetzt nochmal der Bäcker drin. Und hier eine internationale Studie über den Handfeuerwaffenbesitz bei Privatleuten. Dann noch etwas über die Grenze zu Mexiko. Trumps Zölle werden hier relativ ja, ziemlich weit unten gelistet. Dann wieder ein toter Rapper, der auf offener Straße erschossen wird. Dann noch Frankreichs Präsident Macron bei der Merkel. Und dann hier plötzlich eskalierender Handelsstreit, wo sich das IFO-Institut wieder einmischen will. Und der Trump träumt von einer Weltraumarmee, wie im Raumschiff Enterprise. Aber das ist ein anderes Thema. Da gibt es ein anderes Video demnächst dazu zum Raumschiff Enterprise von mir. Das war jetzt eigentlich nur die Welt, obwohl wir schon ziemlich viel Wirtschaft hatten. Jetzt gehen wir mal auf die Wirtschaft drauf, ne? Da ist er auch mit dem Boss, der in Ketten liegt von Audi. Und Elon Musk, der andere kleine Miniaturautobauer, der jetzt angeblich Sabotageversuche in seiner Firma entdeckt hat. In Wirklichkeit werden wir bei beiden demnächst eine Insolvenz sehen. Und hoppla, auch der DAX rutscht heute plötzlich ab. Und was man aber schon auch schon längere Zeit ziehen konnte. Na. Noch ein kurzer Blick auf Wissenschaft und Technik. YouTube Premium Videos ohne Werbung anschauen ist doch ohnehin der Fall. Ich habe im ganzen Jahr bei YouTube noch keine einzige Videowerbung auf dem Desktop gesehen, auf dem Mobilfunktelefon ist es anders. Darüber sollte man sich oder hätte man sich längst schon mal Gedanken machen sollen. Und hat sich aber niemand gemacht, warum es da so wenig Werbung gibt. Und das leitet dann wieder über zu dem Thema, das wir hier vorhin schon hatten. Jetzt hier noch etwas finden, das scheint es nur ganz vorne zu geben. Da kann man nämlich dann auch den Nachrichtenfluss hier sehen, was ganz unten ein bisschen bremsen. Also man könnte hier die Tagesschau.de ausblenden, was eine hervorragende Idee ist, weil das ist alles ohnehin Schwachsinn, was die melden. Man sollte also nicht unbedingt mehr Meldungen wie diese klicken, sondern eher weniger Meldungen wie diese. Aber weil ich tierlieb bin, lasse ich alles noch drin und ich habe auch viel Humor. Und deshalb kann ich das durchaus so drin lassen, diesen ganzen Blödsinn, der hier größtenteils versendet wird.
Aber wie gesagt, Google ist die einzige Möglichkeit, sich heutzutage noch einigermaßen zu informieren. Und das geschieht, und dann machen wir dann nachher gleich auf dem Desktop weiter, damit, dass man selbst sucht. Also wenn man hier, wenn einem hier etwas Spanisch vorkommt in diesem Gemischtwarenladen der Nachrichten, dann muss man halt selbst tiefer graben, Stichworte reingeben, und da haben wir dann auch bei Google einen Vorteil, dass die Suchmaschine ein bisschen mitdenkt und man dann auch auf Ideen von Suchbegriffen kommt, die andere Leute schon abgefragt haben, auf die man jetzt nicht selbst sofort drauf gekommen wäre. Hier noch ein Button, den sollte man auch nicht klicken. Also hier der Kiosk. Wenn man denn der Meinung ist, dass man bei den Mainstream-Medien etwas einkaufen müsste, was vielleicht im Fußball noch angesagt ist, aber auf gar keinen Fall im Bereich Nachrichten, dann ist hier quasi die Bezahlstation. Also ähnlich wie man auch Apps einkaufen kann oder Filme, kann man dann hier eben auch das Abonnement einer Zeitung kaufen, was sich aber echt nicht lohnt, weil dieser für diesen Schwachsinn, also kostenlos kann man sich ja noch drüber amüsieren, aber dafür noch Geld bezahlen, das ist dann überhaupt nicht mehr lustig. Hier unter den Favoriten kann man sich dann selbst Themen anlegen, die man dann sammelt. Da gehe ich nachher auf dem Desktop dann noch etwas genauer drauf ein, weil der hat etwas mehr Speicherkapazität als hier mein schlappes Smartphone. Und damit würde ich mal sagen, ja, können wir die App hier mal schließen, und ich melde mich gleich wieder vom Desktop. Die Google Apps befinden sich im Chrome-Browser. Dies ist dieses Karree hier. Und da draufklickt, hat man hier zunächst sein Konto, dann die Suchmaschine, die Maps, YouTube, den Laden und dann hier auch schon die Google News. Wir werden alle diese Teillösungen vorstellen, insbesondere auch noch die Fotos sind sehr interessant. Und hier geht's weiter runter bis zu Google Earth. Und wenn man natürlich keinen Chrome-Browser hat und sich nicht bei Google angemeldet hat, dann kann man diese Apps und auch die Dienste natürlich nicht nutzen. Hier befinden wir uns nun auf der Desktop-Version der Google News. Ganz praktisch ist hier rechts die aktuelle Wetterkarte, die mir für morgen Mittwoch zeigt, dass man da gut drehen kann für die nächsten Videos. Wir haben hier dann wieder die für mich zusammengestellten Nachrichten. Die sind nicht so ganz spannend, aber hier Lokales muss ich sagen, das ist sehr praktisch. Da ist dann doch vieles drunter, was einem sonst entgehen würde. Also das ist wirklich sehr gut. Und ich nutze also die Google News jetzt erst seit kurzem. Da ist noch nicht viel personalisiert hier bei den gespeicherten Suchanfragen, um wieder darauf zurückzukommen. Man muss selbst recherchieren, das soll bleiben. Aber wenn man hier jetzt eben auf die Deutsche Bank Aktie drauf geht, dann sieht man, woher das ganze Ungemach kommt. Und man sieht auch, wenn man sich in voller Länge, wie das hier mal der Fall ist, wie sich das entwickelt hat mit der Deutschen Bank. Höchstkurs am 1. Juni sogar 2007, also vor 11 Jahren. Dann ging es runter bis zur ersten Finanzkrise nur noch leicht rauf. Und
Ich meine, da muss man kein Mathematiker, Prophet oder sonst was sein. Wo geht diese Kurve denn wohl hin? Und ja, da muss jeder selbst denken, selbst sich seine Informationen einsammeln, selbst kombinieren. Und dann wird da auch ein richtiger Schuh draus. Also wie gesagt, das ist schon, ob man es jetzt nun mit Google News macht. Also ich habe den Markt jetzt da noch nicht abgegrast, ob es noch andere Apps gibt, die wird es mit Sicherheit geben, aber niemand ist halt näher dran an Google als die Google News. Was ich noch ein bisschen schlecht finde, also man könnte wirklich die Suchmaschine hier gleich integrieren. Dann hätte man gleich das, was ich ansonsten halt bei Google suche, schon hier mit drin. Könnte es natürlich auch besser archivieren, weil wenn ich es auf Google suche, dann kopiere ich mir zwar meistens die Artikel heraus und poste die in ein Word-Dokument. Aber hier ist es dann schon praktischer, wenn man diese Artikel, wie vorhin gezeigt, also bei den Favoriten, die gespeicherten Meldungen schon drin hat. Das geht viel schneller, spart natürlich auch zumindest mir auf dem Computer Speicherkapazität. Und dann noch ein abschließendes Wort. Also man darf natürlich Google keinesfalls über den Weg trauen. Also ich bin mit Google nicht befreundet. Ich kooperiere höchstens mit Google in einigen Bereichen. Aber überall da, wo ich Google nicht vertraue, verwende ich eine andere Suchmaschine, bei der man dann auch meine Suche nicht so einfach nachverfolgen kann. Darauf sollte man schon achten. Also diese ganzen Datengesetze, die kann man irgendwo in die Tonne kloppen. Man muss selbst seine Daten Gesetze machen und es gibt Grenzen und es gibt Begriffe, die würde ich niemals über Google suchen. Da werde ich auch keine Information dazu bei den Google News finden. Also da muss man schon vorsichtig sein. Aber so fürs Grobe und Große und Ganze, es sind die Google News besser als alles, was es jemals im Bereich unser Leitmedien gegeben hat. Und das war's dann auch schon für dieses Video.